Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wir sind hier immer noch in Bakaresh und ich habe keine Ahnung, wo hier jetzt eigentlich die dritte Schatulle sein soll, die wir suchen. Dann noch dazu haben wir hier mit den Assassinen ein Problem mit den Nomaden. Also die Assassinen haben ein Problem mit den Nomaden, die hier im Norden irgendwie rumlungern. Deswegen, da müssten wir eigentlich auch hin und gucken, dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Ohne dass die gleich alle getötet werden. Also zumindest nicht die Nomaden. Weil ich schon eigentlich gerne irgendwie... ja, auf der loregerechten Seite stehen wollen würde. Ich komme hier nicht hoch. Aber wo sollen jetzt eigentlich die letzte Schatulle sein? Wir suchen hier noch eine. Wo ist die denn? Hier oben auf jeden Fall nicht. Zumindest erkenne ich die jetzt nicht. Das Ding hatten wir ja schon gelootet. Nein, jetzt fall ich auch noch runter. Ja, das System hier mit dem Klettern ist, also mit dem Springen, auch nicht optimal. Na, ich würde eigentlich gerne von oben bessere Aussicht haben. Vielleicht entdecken wir es und, hier ist der aber nirgends. Dann egal, wir kümmern uns später drum. Dann gehen wir mal da entlang. Hier Königsdistel und Zauber. Ist davon irgendetwas permanent? Ich habe jetzt kurz gedacht, hier wäre was. Obwohl, hier haben wir auch noch. Ich höre hier definitiv was. Das ist vielleicht unter mir was? Da kommen wir nicht hoch. Okay. Egal, ich wollte jetzt gucken, haben wir hier irgendwas Permanentes? Ne, wir haben nichts, was permanent gibt, eingesammelt. Ich sehe schon, was da ist. Okay, der kommt hier runter. So, der hat jetzt den High Ground. So, Ausdauer eben kurz auftanken. Die sind aber auch verdammt einfach geworden, kann das sein? Oder bin ich einfach nur verdammt gut geworden? Obwohl, da bezweifle ich. Ja. So, dann können wir jetzt nochmal was futtern. Bevor wir da reingehen. Weil da sind auch nochmal welche. Aber das ist jetzt nicht die Höhle, die ich gedacht hätte. Ich hatte gedacht gehabt, da wären die Nomaden drin. So. Und speichern.
Nicht gleich beide. Ich glaube, das war jetzt ein Fehler. Ich glaube, das war echt ein Fehler. Können wir da irgendwie hoch? Irgendwie in Sicherheit? Wie viele Pfeile haben wir überhaupt noch? Muss ich auch mal gleich schauen. Sobald wir die beiden hier erledigt haben. So, nochmal 200, perfekt. So, komm. Ein Schuss, glaube ich, noch, oder? So, von denen können wir nicht looten. Okay. Speichern wir und dann gehen wir in die Höhle wieder rein. Also nicht mal richtig rein. Ah, okay, hier haben wir den nächsten. Ich glaube, das war keine gute Idee. Kann ich einmal die Flucht ergreifen, obwohl, wenn wir dasselbe machen wie gerade eben. Beziehungsweise noch mal was voran, bevor wir wieder reingehen. So, komm. Das müsste jetzt hoffentlich reichen. Ja, der kommt nicht hoch. Gut. Ja. Da oben ist hier noch einer. Hat er von uns mitbekommen, ne? Da ist schon der nächste. So, der andere dürfte aber nicht an uns rankommen, oder? Hui! Da ist er! Okay, gegen einen schaffen wir. Schaffen wir safe. Da!
was mit dem anderen da hinten? Oh, das sind aber auch echt viele Sandcrawler. Einzeln sind die kein Problem. Wenn die in Scharen kommen, das wird dann schwierig. Egal welche Gegner. Das ist dann das Problem. So, komm. Und jetzt. Nochmal speichern. Dürfte jetzt nur noch der eine da sein, ne? Ne, da ist noch einer. Jo, warum ruckelt's? Okay, dann hier hoch. Und den dann noch. Nein, jetzt nicht hängen bleiben. Da! Autsch. Da! Da! Ja! Das Nest der Crawler rufen Bakare. Alle Crawler erledigt. So. Was gibt's denn hier? Rostige Schwerter. So, Morgentau. Nehmen wir mit. Für wen waren das die Quest? Müssten wir dann nochmal suchen, für wen das war. So, Zauberwurzel nehmen wir noch mit, die Dämonenpilze auch noch. So, Zauberwurzel, Zauberwurzel. Und das war's. Das können wir speichern. Ich bin sehr viel hier am Schnellspeichern. Das hat mich Gothic gelehrt, immer wieder schnell speichern. Immer wieder speichern. Ich glaube, das war für den Typen da hinten. Wie hieß der nochmal? So, hier den. Akrabor. Nein, war nicht für ihn. Gute Idee, was essen? Der gönnt sich Äpfel. Grüne Äpfel sogar. Ich gönn mir Salat. Und der sagte, hier gibt's jede Menge Snapper. Wo führt denn der Weg hier hin? Einfach nur nach Norden ins Nirgendwo. Sandlurker. Da! Da! Und da sind die Nomaden. Da! Die Sandlurker waren mir jetzt auch neu. Die sahen aber krass aus, so schwarz-rot. Ich werd's dir zeigen. Jetzt wirst du bluten. Warum sind die jetzt so böse, so feindselig? Warum sind die jetzt feindselig? Also ich glaube hier dann, wenn die Nomaden so feindselig sind, dann gehe ich hier wirklich auf die Seite der Assassinen.
So, und der letzte. So, der chillt schon hier draußen. Ja, her, komm her. Ach, Räuber. Bleib stehen. Yo. Ja, die Räubernomaden ausgeschaltet. Alter, jetzt muss ich nochmal was futtern. Aber das, ich habe jetzt nur zwei ausgeschaltet. Da waren doch mehr. Oder sind die anderen nicht feindselig? Ja, aber die hießen Räuber, die hießen nicht Nomaden. Also sind die nicht relevant gewesen, so oder so, glaube ich. So, noch ein bisschen was futtern. So, einen noch. Und nochmal schnell speichern. Dann nehme ich von dem hier auch wieder. Oh, Assassinschwert. Was hat der? Kompositbogen. Wie sieht es mit meinem Bogen hier aus? Der macht aber mehr Schaden, meiner. Der Knochenbogen. Krieg ich dich doch noch! Ja, komm her. Bleib stehen! Ich bin am Stehen, ja. Ah, oh, ah. Au, oh, au, 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 oh. So, wieder alles mitnehmen. Assassinschwert. Hat der eigentlich noch was liegen gelassen gehabt? Irgendwas fallen gelassen? Oder habe ich alles eingesammelt? Ich glaube, ich habe hier alles eingesammelt. Ich reiß dir den Kopf ab! So, Assassinschwert. Nehmen wir alles wieder mit. So, alte Truhe. Versuchen wir mal zu knacken. So. Verwandlungstränke. Und Krötenwurz. So, Zauberwurzel nehmen wir auch noch mit. Und dann sage ich ihm Bescheid, hier die Räuber sind kein Problem mehr. Die Nomaden sind erledigt. Die Nomaden sind erledigt. Junge, Junge, das hast du gut gemacht. Hier, eine kleine Aufmerksamkeit. Die Stadt Bakaresh möchte sich damit für deine Hilfe bedanken. Nice. Und was mit deinem Bericht? Was ist mit deinem Bericht? Hey, Mann, kein Problem. Geh zu Silvio und sag ihm, dass wir die Situation unter Kontrolle haben. Okay, mach ich gleich. Ich will jetzt aber nochmal dahin weiter. Ich will gucken, was da noch für Sandlurker gibt's. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Oh, nicht mehr viel. Haben wir schon gleich die nächste. So, Eisenhahn nehmen wir auch noch mit.
Da sind nochmal vier Sandlurker. Jetzt kommen sie alle vier. Was? Nee, nee, weg, 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 weg. Gegen alle vier komme ich nicht an. Gegen ihn alleine? Ja. So treffe ich den jetzt gar nicht mehr. So. Nein? So, einmal Dings rausreißen. Können wir ja alles verkaufen. Das gibt alles Geld. Stimmt doch. Jagd wollten wir ja auch noch richtig hier ausdingsen. Uns ausbilden lassen in der Jagd. Ach du Scheiße. Alter, wie schnell! Sogleich. Nein! Deine Hilfe könnte ich gebrauchen, Akrobat. Ich werde das Biest töten. Nein, nicht auf. Ja. Unwürdige Kreatur. So, ihn wollte ich nicht angreifen. Ich wollte die Sandlocke angreifen. Also, und wieder was voran. Dann kriegen wir die Dinger hier auch nochmal leer. So, komm, noch ein bisschen. Speichern und dann gehen wir weiter. Da dürfen jetzt auch nicht mehr so viele sein, hoffentlich. Ich will vor allem wissen, was da hinten ist. Das ist aber bisher unser Ruf. Wo sehen wir? Also bei Nomaden 15, bei den Assassinen 13, Waldvolk 40, Rebellen 33, Orks 13, Nordmar 5. Gibt's hier noch mehr? Ich höre schon Wölfe oder Schakale. Da. Achso, ist ein normaler Lurker. So, gegen normale Lurker kommen wir gut an. Ja. Schnell speichern. Und wir futtern wieder. Komm schon. Wir müssen die Kräuter hier loswerden. Da können wir die gleich leer machen. Looten. Und gucken, wo wir das Ganze alles nochmal verkaufen können.
So. Dauert noch einen Moment. Dann haben wir es gleich. So. Einmal looten. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Gibt's da noch mehr? Wo führt das hier eigentlich überhaupt hin? Das ist ein Weg. Kann das sein? Alles voller Lurker hier. So, wo ist der? Hier. Ich glaube, wir gehen lieber erstmal. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? 473.000. Wir haben 11 Lernpunkte. Was hat man eigentlich dafür nochmal gebraucht gehabt? So altes Wissen 50. Also es wird auch dunkel, das heißt, wir können uns die Nahrung, Heiltränke und so weiter jetzt erstmal sparen und uns schlafen legen gleich. Nachdem wir bei Silvio waren. Und danach können wir eigentlich in die Arena gehen, oder? Die Arena von Bakarish. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Apropos, nee, noch wir nicht. Sind das erwählte Volk. Da fehlt uns noch was. Wegen dem Tribut. So, dann legen wir uns hier mal schlafen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Jafar, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was kann ich ihm andrehen? Lurkerhaut auf jeden Fall. Dann Lurkerklauen. Löwenfell. Die Klauen können wir noch andrehen. Ein Goldpokal. Ein Silberpokal. Zähne. Dann haben wir hier Schmuck. Und eine normale Schatulle. Dann einen davon. Und den schwarzen Rober. Was hat er dafür? Warte mal, wir haben hier doch bestimmt noch was. Komm, Verwandlungstränke brauchen wir nicht. Krankheitstränke auch nicht. Wein behalten wir mal, könnte Questgegenstand sein. Wasser. Dafür haben. Mana-Tränke, ich glaube, die nutzen wir nicht. Schnaps können wir als Questgegenstand gebrauchen. So, dann Telekinese, Seelenwanderung, Heilung, Feuerball. Dann hier ein Ringschutz vor Geschossen plus 10. Assassinschwert, dafür haben. Den rostiges Schwert, den Kompositbogen. Rostige Streitaxt dafür haben, den Speer dafür haben. Guck mal, schon wieder 6.000. So. Haben wir fast unser Geld, was wir wegen dem Schild verloren haben, wieder drinne. So, Silvio. Ich bringe Akrobas Bericht. Ich bringe Akrabors Bericht. Akrabos. Und? Die Situation ist ruhig. Ich denke, wir wissen beide, dass wir das nicht Akrabor verdanken. Hier, für deine Arbeit soll es doch bezahlt werden. Okay, hast du noch was zu erledigen? Hast du noch was zu erledigen? Hinter der Arena sind wieder Sandkrader aufgetaucht. Ah. Es werden immer mehr. Die Biester müssen irgendwo ein Nest haben. Also spür die Biester auf. Finde ihr verfluchtes Nest und räuchere sie aus. Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Ich gehe davon aus, dass du das ganze Nest ausgenommen hast. Klar.
Du machst dich ganz gut bisher. Bleib dabei. Hier, das ist für dich. Nice. Sonst hat er nichts mit für mich. Was ist jetzt unser Ruf hier? Bakarisch, 50. Dafür habe ich nichts bekommen. So, warte mal. Jafar? Nee. Aldo? Wo ist hier jetzt die dritte Schatulle? Ist die hier irgendwo außen? So, hier sind deine Schatullen. Hier sind deine Schatullen. Ah, bald werde ich der angesehenste Händler von Bakarisch sein. Hier, das ist für dich. So. 600 Gold erhalten. Okay, nur einen Gefallen. Willst du mit dem Schwarzmagier Sigmar empfehlen? Der Tempel von Bakarisch. Überzeuge die Händler. Wen soll ich noch? Ashnu will, dass ich Carlos. Warte mal. Wenn ihr, kommt wieder zu mir, dann überreiche ich dir den Tribut. Jafar, Carlos und Aldo. Jafar. Ashnu. Ich habe die Händler überzeugt. Ich habe die Händler überzeugt. Dann hast du ihr Vertrauen gewonnen. Gut. Hier, dieses Gold soll Amul helfen, Belias Zorn fernzuhalten. Und mach keinen Scheiß. Bring das Gold direkt zu Amul. Wenn du versuchst, damit abzuhauen, wirst du nicht lange Freude daran haben. Klar, kein Problem. Ein Tag Zeit. So. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und so, Amul? Ich bringe den Tribut der Händler. Ich bringe den Tribut der Händler. So ist es recht. Gib ihn den Magiern, auf das sie Belias zornigen Blick fernhalten. Wie sieht's aus? Lässt du mich zum Tempel? Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Kannst du mir jetzt was beibringen? Nein, wir... Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum, für Beliar die Herrschaft. Und seine Herrschaft wird kommen. Und also dann werden er jetzt die rein? Erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also zahlt mit halt. Eurem Gold. Keinen Schritt sonst weiter. Ihr mit eurem Amul, schick mich. Jetzt lass mich durch. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen. Nur den Schmerz und den Tod. Okay, also 5 Punkte müssen wir noch irgendwie bekommen. Machen, müssen ihren Tribut zahlen. Denn was dann Hernando, gegen wen kann ich antreten? Gegen wen kann ich antreten? Ah, ich präsentiere dir eine wunderbare Komposition der besten Wüstenkämpfer. Wir fangen an mit Irhabar, dem Blutigen. Er ist ein zäher Schweinehund, der seine Gegner gerne langsam fertig macht. Danach schicke ich dir Ahmed, den Vielseitigen. Es gibt kein Manöver, das er nicht beherrscht. Keine Bewegung, die er nicht kennt. Und der krönende Abschluss ist unser Champion, der ungeschlagene König von Bakarisch, Mufasa der Wilde. Er hat in seiner Laufbahn über 100 Kämpfe ausgefochten und nur weniger als eine Handvoll verloren. Okay, gut, dann hau ich erst den Blutigen. Gut, dann hau ich erst den Blutigen um. Ausgezeichnet! Der geheimnisvolle Kämpfer aus dem Norden! Hey, keine Sprüche. Lass mich einfach kämpfen. Na schön. Dann versuch wenigstens gut auszusehen. So, besiege Irhaber in der Arena. So, wo bleibt er? Oder kommt er hier rum? Da ist er. Zeig mir, was du kannst. Nice. Ah, jetzt haben wir genug Ruf. So, looten wir ihn nochmal. Und futtern nochmal.
So. Ich will noch mal mit Ihaba reden. Beim nächsten Mal frisst du Dreck. Der sagt nichts. Okay. Händler, Assassine. Kämpfer. Assassine. Tempelkämpfer. Wir sind das erwählte Volk. Für uns den Reichtum. Mann, du hast den Blutigen ganz schön bluten lassen. Das Gold hast du dir verdient. Nice. So, das müsste jetzt aber reichen, oder? Also zahlt mit eurem Gold. Was wir jetzt haben, Anruf. Kannst du mir jetzt was beibringen? Du hast dich um die Stadt verdient gemacht, Sohn der Assassine. Ich bin bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Okay, über alte Magie. Bring mir etwas über alte Magie bei. Also, der kann nur altes Wissen lernen. Wie ist auch, lässt du mich in den Tempel? Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakaresh verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Nice. Wir sind das erwählte Volk. So, was sagt er jetzt? Für Beliar die Herrschaft. Amul schickt mich, jetzt lass mich durch. Jetzt lass mich durch. Natürlich. Die seinen Zorn auf sich gezogen haben. Also, für das in den Tempel? Ich speichere einmal, bevor ich noch weiter reingehe. So, zählt das als Tempel oder wie? So, Murak. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Goldpokal und eine Pfanne. Kämpfer. Wasserbecken. Was ist denn hier hinten eigentlich? Darf ich hier überhaupt sein? Den hätte ich gerne von mir selber. Hasul, Wache der Schwarzmagier. Du solltest mich besser nicht stören. Elite-Kämpfer? Elite-Krieger? Steintafel. Das kenne ich schon. Ah, toll. Boah, ich freue mich schon, wenn ich das hier ausplündern darf. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du elender Dieb! Ich weiß nicht, Nö, ich bleib nicht stehen. Also darunter komme ich jetzt an dem heutigen Tag nicht nochmal hin. Ich wollte nur den Teleportstein haben. So, und nochmal nach oben gehen. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das ist schon der Tempel. Ich muss über diese Brücke hier. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, hier wohnen auch die Schwarzmagier. Da ist die Brücke.
Gehen wir rüber. Also Kämpfer. Noch ein Kämpfer. Noch ein Kämpfer. Sigmor! Die aber, die Beliars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. So, ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst. Er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. So, hast du übrigens Arbeit für mich? Was? Was habe ich dir getan, dass du mich störst? Wenn du Arbeit suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Kannst du mir was beibringen? Du verlangst, dass ich meine Kunst, unsere Gabe, unsere Macht mit dir teile? Die schwarze Magie ist die höchste Form des Glaubens an Beliar. Es gibt keinen Grund, warum ich sie mit dir teilen sollte. Warum nicht? So, kannst du mich jetzt unterrichten? Was? Glaubst du etwa, du kannst die Macht Beliars kaufen? Naja, eigentlich schon. Oh, Sohn der vielen Münzen, du bist wirklich noch nicht lange dabei. Aber ein paar grundsätzliche Sachen hast du schon kapiert. Gut, ich werde dich unterrichten. Aber glaube ja nicht, dass das ein Spaß wird. Es fordert höchste Konzentration. So, bringen wir etwas über alte Magie. Was kann er beibringen? Ich will magische Kraft aus mir selbst ziehen. 10.000 Gold, 30 Lernpunkte. Was ist das? Was macht denn da? Egal. So, Kämpfer. Noch ein Kämpfer. Kann man da hoch? Was? Okay, ich habe keine Ahnung. Warte, ist das der Tempel? Das sieht aus wie der Tempel, ja. So, Elite-Krieger. Okay, das ist der Tempel Belias. Ich speichere einmal. Ich will mal gucken, ob wir da drauf gehen, wenn wir da durchgehen können. Okay, nee, das ist einfach nur eine Wand. Eine magische Wand oder Tänzerin. Okay, die haben keinen Namen. Tiska. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste, andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Das höchste Wissen der Schwarzmagier. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich kann hier Schwarzmagier werden.
Okay, wir gehen aber trotzdem mal kurz zu Aldo. Und dann hätten wir hier, glaube ich, Wackerisch auch schon durch. Wäre auch fertig. Oder? Aktuell ein Wackerisch? Wackerisch haben wir fertig. Dann müssen wir noch, wie hieß das Ort hier? Benzala. Auch noch befreien. Obwohl hier auch noch die Kämpfe müssen wir auch noch machen. Also zahlt mit eurem Gold, sonst werdet ihr mit eurem Blut. So, wo haben wir Aldo? Ich hasse es, wenn sowas passiert. Nope. Du solltest sehr vorsichtig sein. Hier, Aldo. Okay, kann ich ihm jetzt nicht sagen. Okay. Gut, machen wir eben noch die beiden letzten Arena-Kämpfe. Speichern noch einmal. So, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. So, nun gib mir diesen Ahmed, diesen Vielarmigen. Vielseitig. Er ist vielseitig. Ach, vergiss es. Du hast bezahlt, du kannst kämpfen. Es gibt kein Erbarmen für die Schwachen, nur den Schmerz und den Tod. Die aber unter euch, die gute Geschäfte machen, müssen ihren Tribut zahlen. So, nochmal was futtern, weil wir jetzt ein bisschen Leben verloren haben. Da ist er. Es gibt einen Kampf, wenn er... So, komm. Okay, bisschen Ausdauer müssen wir wieder aufladen. Bisschen voll machen. Ich hoffe, in der Zeit trifft er mich nicht. So, jetzt aber. Okay, der hat aber ein bisschen mehr Leben. So, und Ausdauer wieder voll machen. Rennen wir ein bisschen im Kreis. Bleib stehen, du Feigling! So, komm. Okay, da hat er mich jetzt erwischt. Okay, der ist ein bisschen schwerer. Definitiv. Nein! Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mir dein Gold nehme. Diese Waffe nehme ich besser mit. Ey! Bestiehlt er mich? Unglaublich. Frechheit. Okay, ich würde genau dasselbe machen. So, deswegen. Komm. Kämpfen wir noch einmal gegen den. So. Und seine Herrschaft wird kommen. Und dann werden die erzittern, die seinen Zorn auf sich gezogen haben. So, gehen wir direkt runter. Also spring nicht runter, sondern. Der hat aber auch deutlich mehr Leben. Oder meine Waffe ist nur nicht gut genug gegen ihn. Ja. 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 Ja.
So, noch mal ein bisschen rennen, ein bisschen Ausdauer. Nein! Oh, jetzt hat... So, komm. Achte auf deine Deckung! Ich hoffe, ich schaffe es dieses Mal. Das wird sehr, sehr knapp gerade. Sehr knapp. Bleib stehen, du Feigling! Ja! Okay, haben wir. So. Gegengift hat er, warum auch immer. Okay. Was futtern? Haben wir Ahmed besiegt. Das war eine schwere Geburt mit ihm. Beim nächsten Mal frisst du Dreck. So, im Kampf. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, erstmal wieder voll machen hier. Wir müssen eh schauen, dass wir irgendwie nochmal sinnvoll irgendwo skillen. So, Klinge schärfen, Rüstung verbessern. Waffen aus reinem Erz schmieden. Braucht einen Bauplan, Zutaten und einen Schmiedehammer. So, sonstige Talente, Meuchel, Meisterdieb, Klinge vergiften, Verbannungstränke brauchen, Gift herstellen, Tränke mit permanenter Wirkung. So, Schwarzmagier bräuchten wir 250 altes Wissen. Also warte mal. Feuermagier, Wassermagier und Schwarzmagier. Und dann Mana-Regeneration. Gab es hier aber jetzt nicht irgendwie was, dass ich irgendwas segnen könnte oder sowas irgendwie? Eine Waffe segnen? So, Schwertmeister haben wir ja, das könnten wir eigentlich. Nur Regeneration noch nicht. So, einmal speichern. Dann will ich den letzten hier auch noch angreifen. Den Champion. Was hast du mit Ahmed gemacht? Der Mann ist völlig kaputt. Na, dafür bin ich doch angetreten. Naja. Auch wieder da. So. Nur dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? So. Nur noch dieser Wilde und ich bin Champion, richtig? Na. Das habe ich nicht gesagt. Was? Wenn du mich verarschen willst. Oh nein, natürlich nicht, Vater des schnellen Kampfes. Allerdings musst du noch gegen die Tempelkämpfer antreten. Eine Auflage von Tiska. Was? Nur wer gegen die Tempelkämpfer besteht, bekommt den Titel Champion von Bakaresh. Warum sagst du das erst jetzt? Hey, du hast mich nicht gefragt. Aber es wird dir Ruhm und Ehre bringen. Und hoffentlich auch Gold. Dann schick mir Mufasa. Dann schick mir mal den Mufasa. Ah, eine große Summe für einen großen Kampf. Hey, und mach's dieses Mal bitte nicht so schnell, ja? Das Publikum will schließlich was sehen. Alles klar, machen wir. So, wo ist Mufasa? Da.
Zweigling wieder. Ich werde dich be- auf deine Deckung! So, noch mal ein bisschen rennen. So, wenn diese Stichangriff machen. So, jetzt nochmal Ausdauer. Wir brauchen mehr Ausdauer, definitiv. Nein! Okay, noch ein bisschen rennen und dann vielleicht einen Heiltrank gleich nehmen. Bleib stehen, du Hund! Schnell! Da! So, ich glaube, ich brauche jetzt gleich noch einen Heiltrank. Komm, sag noch mal, bleib stehen, du Hund. Sag das noch mal, bitte. Okay, dann halt nicht. Was macht er denn da jetzt? Die ganze. Der ja! Da ist nichts mehr zu holen. Okay, dann haben wir es doch geschafft. Ja, ich dachte schon, das wird ganz böse enden für mich. Und dann auch gegen die Tempelkrieger. Beliar, mein Kopf. Mufasa. Mach hier keinen Ärger, klar. Okay, So, erstmal aufessen. Und unseren Preisgeld abholen. Von Bakaresh wurde das Unmögliche vollbracht. Mufasa, der Wilde, wurde besiegt. Hier steht der Sieger. Und er ist gekommen, um sein Gold abzuholen. Natürlich, Sieger über Mufasa. Ich sagte dir doch, ich mache dich reich. So, und was jetzt mit dem Tempel? Ne, das machen wir noch nicht. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und... Ciao.